Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, lasst uns unseren Gottesdienst beginnen im Namen unseres gütigen und unseres liebevollen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr und Gott, der ein Gott des Lebens ist, der uns mit einer Fülle von Liebe und Gaben beschenkt, er sei alle Zeit mit euch. Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier in der Kirche und mit uns verbunden über YouTube zu unserem Gottesdienst. Schade. Ja, wirklich schade, hat vorhin jemand gesagt beim Betreten der Kirche, dass wir nicht ans Wasserrad gehen können. Ja, wir hätten gerne wieder am Wasserrad den Gottesdienst gefeiert, so wie im letzten Jahr, erinnert ihr euch noch? Da hat es auch geregnet und kurz vorm Gottesdienst, wir waren unten gestanden, was machen wir, was machen wir? Es hört auf, es hört auf und es hat aufgehört zu regnen und wir konnten den Gottesdienst feiern und sie haben ja gesagt, es war wunderschön, dieses Ambiente des Wasserrades. Ja, schade, aber der liebe Gott hat halt gesagt, ihr macht eine Hagelfeier, ihr betet um eine gute Ernte, nur dann lass es jetzt regnen, dass die Ernte auch wächst. Und wenn der liebe Gott es so macht, dann müssen wir das so akzeptieren. Wir können nicht einfach hier sagen, wir beten darum, dass alles gut wächst und sagen, liebe Gott, aber macht es so, wie wir das wollen. Ne? Das müssen wir ihm schon überlassen. Aber Gott sei Dank können wir ja in unsere Kirche ausweichen. So möchte ich, möchten wir Sie und euch ganz herzlich begrüßen. Natürlich auch dich, lieber Bernd, mit deinem Gemeinderat. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr diese Feier jedes Jahr aufs Neue ausrichtet und dass ihr mit uns diesen Gottesdienst feiert. Begrüßen darf ich auch die Vertreter der Vereine, die mit ihren Fahnen gekommen sind, um mit uns den Gottesdienst zu feiern. Wir feiern unsere sogenannte Hagelfeier. Wir würden auch einen Flurumgang machen und wirklich um Gottes Segen bitten. Aber Corona macht uns da einen Strich durch die Rechnung und heute noch zusätzlich das Wetter. Aber dennoch können wir darum beten, dass unser Gott uns wirklich all das gibt, was wir zum Leben brauchen. Dass er uns bewahrt vor Unwetter, vor Dürre, vor Katastrophen, dass wir wirklich gut und in Fülle miteinander leben können. Jesus Christus, Brot des Lebens. Wir wissen sehr wohl, wie wichtig das tägliche Brot für alle Menschen ist. Herr, erbarme dich. Wir wissen, wie großzügig du selber das Brot an die Menschen ausgeteilt hast. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Wir feiern, dass du im Brot und wie Brot für uns da sein willst. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld schenke uns unser gütiger und unser barmherziger Gott. Amen. Sie mit dem lieblichen Segen geschmort. Ihr Herr, der Zeit, Gott in der Höhe.
Lasset uns beten. Gott, Vater im Himmel, dein Wort der Wahrheit und deinen Geist der Heiligkeit hast du in die Welt gesandt, um uns deine wunderbaren göttlichen Geheimnisse anzuvertrauen. Hilf uns, den wahren Glauben zu bekennen an dich, den einen und wahren Gott, und bewahre vor allem, was uns Schaden macht. Schenke den Reichtum deiner Liebe, der du Vater, Sohn und Geist bist, in Zeit und Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihm hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich auf den Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in ein Haus. Und es kamen so viele Menschen, dass sie nicht einmal Zeit fanden, etwas zu essen. Als seine Angehörigen davon hörten, wollten sie ihn mit Gewalt zurückholen, denn sie sagten es von Sinnen. So kamen seine Mutter und seine Brüder und blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Man sagte zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen
die um ihn versammelt waren, und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wer den Willen meines Vaters tut, wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Liebe Schwestern, liebe Brüder, genau darüber haben wir ja gestern Abend in unserem Vorabendgottesdienst nachgedacht. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Wille Gottes ist, dass es mir und dass es uns gut geht. Und das heißt nicht, dass ich mit Ellenbogen durch die Gesellschaft gehen darf, weil dann geht es vielleicht mir gut, aber nicht dem anderen. Sondern ich muss mein Leben so ausrichten, dass es uns allen gut geht. Und da sind wir nun bei unserer Hagelfeier. Der Wille Gottes ist, dass es uns gut geht. Und wenn wir in unsere Natur schauen und staunen, wenn wir unsere Natur wieder ganz bewusst mit offenen Augen wahrnehmen, dann können wir ja vielleicht erkennen, was er uns da alles schenkt, dass es uns gut geht. Aber wir müssen auch alles dafür tun, dass es unserer Natur gut geht. Denn wenn es der Natur nicht gut geht, dann geht es auch uns Menschen nicht gut. Und da sind wir jetzt in die Pflicht genommen. Uns wurde die Erde anvertraut, aber doch nicht, um sie auszubeuten, doch nicht, um unsere Erde zu zerstören, sondern uns wurde die Erde anvertraut, dass wir seine Schöpfung beschützen und bewahren, dass wir seine Schöpfung, die eine gute Schöpfung ist, eine wunderschöne Schöpfung, dass wir diese Schöpfung erhalten. Und da müssen wir uns schon mal an die Nase fassen und überlegen, tue ich das überhaupt? So viele haben unterschrieben bei Rettet die Bienen. Aber dann muss ich natürlich meinen Garten zupflastern, damit da kein Unkrautchen wächst, und vielleicht noch eine künstliche Blumenlei setzen, damit es dann auch schön aussieht, wo die Bienen bleiben. Ja, ist mir doch egal. Gott will, dass es uns gut geht. Und das fällt auch auf die Geschöpfe, auf die Natur zurück. Dann muss ich einfach die Natur achten und alles dafür tun, dass auch die Geschöpfe der Natur, der Welt gut leben können. Weil nur dann auch ich gut leben kann. Wenn wir heute hier darum beten, dass unser Gott uns bewahrt vor allem, was uns schaden mag, gerade was die Ernte betrifft, wenn wir normalerweise unter normalen Umständen unseren Flurumgang machen und dafür beten, dass er die Natur, dass er unsere Felder bewahrt, dann muss ich auch mit dem, was wir haben, so umgehen, dass alle gut miteinander leben können. Aber wie oft leben wir gut auf Kosten anderer? Sollten wir da nicht anfangen, ein wenig umzudenken und einmal überlegen, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen? Es muss immer alles billiger werden und es muss immer alles schneller gehen. Und ich muss zu jeder Jahreszeit alles zu essen haben. Gott will, dass es uns gut geht, ja, aber nicht auf Kosten anderer. Auch da müssten wir doch anfangen, wenn wir diesen Willen Gottes erfüllen, dass es uns allen gut geht, und umdenken.
dann müssen wir doch unsere Landwirte und Bauern unterstützen und einfach ihnen faire Preise zahlen, auch wenn wir da tiefer in die Tasche greifen müssen, weil es dann der Natur einfach gut geht. Oder wollen wir wirklich, dass unsere Lebensmittel durch die halbe Welt gekarrt werden und irgendwo billig produziert werden, auf Kosten der Natur und der anderen? Wie gehen wir mit den Geschöpfen um? Wie gehen wir mit den Tieren um? Auch da müssen die Preise immer mehr fallen, damit wir alles in Hülle und Fülle haben. Wenn wir ganz ehrlich heute unsere Hagelfeier hier feiern, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen. Muss ich wirklich jeden Tag mein Fleisch in Hülle und Fülle haben und das natürlich ganz, ganz billig? Liebe Freunde, Gott will, dass es uns gut geht, ja, aber nicht auf Kosten anderer. Und wenn wir heute unsere Hagelfeier hier halten, dann müssen wir auch bedenken, dass wir so mit seinen Geschöpfen und so mit der Schöpfung umgehen, dass sie uns nutzt, dass sie der Generation nach uns nutzt, aber dass sie auch den Menschen auf der ganzen Welt nutzt. Und wir müssen achtsam und liebevoll mit allen umgehen. Und wir dürfen nicht hier beten für den Erhalt der Schöpfung und dann auf Kosten anderer und auf Kosten der Natur leben. Freilich geht das dann an die eigene Substanz. Das gebe ich zu. Aber ist das wirklich so schlimm, wenn ich damit achtsam umgehe mit der Natur? Wenn ich damit die Mitmenschen und die anderen Länder schütze und ihnen auch eine Chance zum Leben gebe? Ich denke, wenn uns das ein Stück weit gelingt, wenn wir uns darüber einmal Gedanken machen und wenn wir alle anfangen, ein wenig umzudenken, wenn wir alle anfangen, unseren Lebensstil ein bisschen zu ändern, ich glaube, dann könnten wir es wirklich schaffen. Das schaffen wir, was wir hier beten, dass wir wirklich eine gute Ernte haben, die für alle Menschen reicht und langt. Wenn wir ein Stückchen umdenken, wenn wir unseren Lebensstil ein bisschen ändern, dann könnten wir es im Kleinen wenigstens schaffen, dass alle gut miteinander leben können. Menschen, Pflanzen und Tiere. Und dann erfüllen wir den Willen Gottes. Weil es dann natürlich der Natur gut geht und den Tieren. Und mal ganz ehrlich, wenn wir dann hinausgehen in die Natur, durch unsere Felder, wenn wir die Tiere beobachten können, die da fröhlich herumspringen. Neulich bin ich mit dem Fahrrad gefahren und da habe ich, ja, es war auf dem Weg nach Hause, ganz viele Hasen gesehen. Das war für mich schön. Geht es uns dann nicht auch gut? Und genau dann erfüllen wir den Willen Gottes. Ich möchte deswegen heute einmal ganz bewusst in dieser Hagelfeier all unseren Landwirten und Bauern, unseren Imkern, allen, die sich für die Natur einsetzen, einmal ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott sagen für all euren Einsatz. Ich möchte euch vergelt's Gott sagen für das, was ihr für den Erhalt der Schöpfung tut. Und uns allen möchte ich ermutigen, dass wir sie unterstützen, dass wir miteinander die Schöpfung bewahren, dass es uns gut geht, dass es allen Menschen gut geht, dass keiner mehr auf Kosten anderer lebt. Denn dann erfüllen wir den Willen Gottes. Und ich glaube, wenn wir im Kleinen damit anfangen, einfach hier damit beginnen, hier in Hausen, hier heute mit unserer Hagelfeier, dann könnten wir da, glaube ich, schon ein Zeichen setzen. Ich glaube, das würde dann vielleicht Konsequenzen haben für andere. Das würde vielleicht so Wellen schlagen. Und so könnten wir vielleicht es doch schaffen, ein bisschen etwas zu verändern. Wenigstens im Kleinen.
Aber wenn alle ein bisschen was machen, wird es irgendwann ein Ganzes. Wir dürfen die Verantwortung also nicht abschieben auf unsere Politiker. Denn den Willen Gottes, den sollen wir erfüllen. Und er will, dass es uns allen gut geht. Auch der Natur, auch seinen Geschöpfen. Uns allen. Amen. So wollen wir unseren Glauben beginnen. Unseren Glauben an unseren Gott, der uns alles gibt, was wir brauchen, weil er uns lieb hat und weil er will, dass es uns gut geht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Herrn, den dass es uns gut geht. Deswegen gibt er uns alles, was wir zum Leben brauchen, weil er ein Gott ist, der immer für uns da ist. Ein Gott, der auch unsere Bitten hört. Wir bitten zuerst für jene, die in unserer so reichen Welt nicht genug zu essen haben. Und wir beten auch für jene, die ein gutes Leben führen und kaum an jene denken, die im Hunger leben. Gott des Lebens, wir beten für unsere Bauern, die dafür sorgen, dass stets Brot auf unseren Tischen liegt und die oft um das Überleben ihrer Höfe kämpfen müssen. Wir beten auch für jene, die durch Spekulation mit Lebensmitteln die Preise hochschrauben und Menschen hungern lassen. Gott des Lebens, wir beten für alle Christen, die sich nach dem Brot der Eucharistie sehnen, und wir beten für jene, die gedankenlos zur Heiligen Kommunion gehen, weil ihnen das Heilige allzu selbstverständlich geworden ist. Gott des Lebens, wir beten für die Kommunionkinder und ihre Familien, dass sie das heilige Brot weiter in Ehren halten. Und wir beten für unsere Sterbenden, dass sie gestärkt mit der heiligen Wegzehrung heimgehen dürfen. Gott des Lebens, Gott des Lebens, du bist ein Gott, der uns die Erde anvertraut hat, dass wir sie bebauen und dass wir sie bewahren. Hilf uns, dass wir uns einsetzen, dass es allen gut geht, der ganzen Welt, den Pflanzen, den Tieren und den Menschen, durch Christus, unseren Herrn.
Gott, Brot und Wein haben wir als Zeichen deiner Güte und Liebe für deine ganze Schöpfung bereitet. Mit diesen Gaben bringen wir all das vor dir, was auch wir in unserem Herzen haben. Und wir bitten, schenke diese Gaben Brot und Wein uns verwandelt wieder als Leib und Blut deines Sohnes und gib uns den Mut, dass wir uns einsetzen für eine gerechte Verteilung der Güter der Erde und für den Erhalt deiner Schöpfung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Die Wahrheit ist es würdig und recht, dir, guter Gott, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns in Jesus Christus geschenkt hast. Du liebst uns. Darum hast du alles geschaffen, was wir Menschen brauchen, den Himmel über uns, die Luft, die wir atmen und die Liebe, mit der du uns alle umgibst. Du liebst uns, darum hast du Jesus zu uns gesandt, als unseren Freund und unseren Bruder. Für deine große Liebe danken wir dir und stimmen ein in den großen Lobpreis der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Ja, guter Gott, du bist Wirklichkeit. Du bist ein Quell allen Lebens und allen Heils. Und darum bitte ich. Sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie.
damit sie für uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte noch einmal, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Darum, guter Gott, haben wir uns hier versammelt und feiern das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns alle berufen hast, vor dir zu stehen und dir in unseren Mitmenschen zu dienen. Und wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche überall auf der ganzen Erde und vollende alle Menschen in Einheit und Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe Ludwig und Herwig und alle Bischöfe, zu Frauen, Männer, Jugendlichen und Kinder, die zum Diensten der Kirche bereit sind. Wir denken auch an die Menschen, guter Gott, die uns ein Stück unseres Lebensweges begleitet haben und die du zu dir gerufen hast, die gut zu uns gewesen sind, damit es uns gut geht. Und deshalb bitten wir dich, schenke ihnen Wohnung, Heimat, Leben in Fülle bei dir. Und gib uns den Mut, ermutigt durch ihr Beispiel, dass auch wir füreinander da sind, uns gegenseitig helfen und unterstützen und so eine Gemeinschaft in deinem Sinne werden. Und lass uns auch einmal teilhaben am großen Festmahl bei dir in deinem Reich, wo wir für immer glücklich sind und dich durch Jesus Christus preisen, denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, guter Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben alle den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wollen wir in diesem Geist miteinander. Vater, und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch.
Verneigen wir uns wieder voller Ehrfurcht voreinander und wünschen wir uns so den Frieden und Verwohlsein. Christus. Das ist das Lamm Gottes, das uns am Kreuz erlöst hat, das uns heilt, das uns Leben in Fülle schenkt. Herr, ich bin in Fülle, dass du ein Wissen in einem Jahr aufstehen, mein Gott, Thank you.
Hin und wieder einfach sich tief zu verbeugen vor dem heiligsten Sakrament. Es tut uns gut, manchmal einfach die Augen zu erheben und aufzuschauen zu dem, was über uns steht und heilig ist. Nicht wir selbst geben unsere menschliche Würde, sie stammt von dir. Und du bist es, der sie uns auch weiterhin verbirgt. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Werde nun der Heiligste aussetzen. Wir wollen noch einmal beten um meinen Erhalt der Schöpfung, beten, dass uns Gott all was im Schaden war, bewahren möge. Thank you.
Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altars. Unser Gott ist ein Gott der Liebe, der immer bei uns ist, der uns begleitet auf unseren Wegen, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Er selbst ist in Christus für uns das Lebensnot wendende Brot geworden. Er ruft uns auf, seine Schöpfung zu bewahren und preist die selig, die in seinem Sinne liegen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und er lehrte sie. Er sagte: Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So wollen wir Jesus Christus preisen, den Sohn Gottes, der gekommen ist, damit wir alle Leben in Fülle haben. Wir antworten: Jesus Christus, wir huldigen dir. Herr Jesus Christus, du bist vor aller Schöpfung. In dir hat alles Bestand. Jesus Christus, wir huldigen dir. Deine Freude ist es, mitten unter uns Menschen zu wohnen. Jesus Christus, wir huldigen dir. Du hast uns dazu aufgerufen, dein Reich in dieser Welt aufzubauen. Jesus Christus, wir huldigen dir. Wir wollen unsere Bitten vor Gott bringen, dass er uns vor allem bewahrt, was uns schaden mag. Wir wollen beten für alle, die sich einsetzen für den Erhalt der Schöpfung, für unsere Landwirte und Bauern, für alle, die mit Tieren zusammenarbeiten, für alle, die dafür sorgen, dass wir täglich etwas zu essen haben. Vergilt ihnen all ihre Mühe. Christus, höre uns. Wir bitten dich für uns alle, dass wir unsere Verantwortung übernehmen und uns einsetzen für den Erhalt der Schöpfung.
Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir wollen unseren guten Gott in unserer Hagelfeier bitten, dass er uns vor allem bewahren mag, was uns schadet. Dass er uns bewahrt vor Hagel, vor Dürre, vor Überschwemmung und vor Katastrophen. Dass wir alle gut miteinander leben können. Christus, höre uns. Christus, so lasst uns beten, wie er selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht mit Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sehr geehrte Damen und Herren, heute hier in der Kirche, sehr geehrte Damen und Herren am Bildschirm, ich freue mich, dass heute sehr
viele Leute zu uns in der Kirche gekommen sind, obwohl wir kurzfristig eine Entscheidung treffen mussten, heute hier in die Kirche auszuweichen und nicht unten am Wasserrad unsere Hangelfeier feiern konnten. Es freut mich, dass, wie gesagt, sehr viele heute hier sind. Wir feiern die Hangelfeier alljährlich von seitens der Gemeinde Hausen, eben für eine gute Ernte, dass wir verschont werden von Unwettern, von Dürre, vor Hagel, vor Katastrophen. Und wenn man die Zeitungen und die Fernsehberichte der letzten Tage anschaut, wie schnell das es gehen kann, dass es Verwüstungen gibt, dass irgendwas überschwemmt ist, da können wir froh sein, dass wir davon verschont bleiben. Wir hoffen, dass es auch lange so bleibt bei uns und dass wir eine gute Ernte in diesem Jahr auch wieder einfahren können. Vielen Dank an alle, die heute an dem Gottesdienst mitgewirkt haben, alle Fahnenabordnungen der Vereine, die Musiker, die heute den Gottesdienst sehr gut untermalt haben, an den Gemeinderat, an den Pfarrgemeinderat, an alle Ministranten und auch an den Bauhof. Den Bauhof sieht man hier heute zwar nicht in der Kirche, aber er hat sehr viel Vorbereitung getroffen für das Wasserrad und hat alles jetzt schon wieder aufgeräumt, weil wir eben nicht runter mussten. Und natürlich vielen Dank an alle, die jetzt vorne stehen, an die Ministranten, an den Herrn Däuber und vor allen Dingen an dich, lieber Klaus, dass du das so gut durchgeführt hast, dass du so schnell vorhin mit entschieden hast um 3:30, dass wir heute da reingehen durften in die Kirche. Und ansonsten ist es immer so, dass er alle hochleben lässt und dafür einen Applaus bekommt. Und diesmal haben wir die gute Möglichkeit, dem Klaus einen kleinen Applaus zu geben. Wir haben Donnerstag mit dem Greifenhof vor, hat der Klaus schon gesagt, eigentlich wollten wir heute am Ende der Hagelfeier Bratwürste servieren. Das hat uns zum einen das Wetter heute außen nicht zugestanden und auch Corona noch nicht zugestanden. Wir werden das natürlich weiterhin im Auge behalten und hoffen, dass wir das nächstes Jahr dementsprechend auch durchführen können. Die Ministranten und die Fahnenabordnungen bekommen dann anschließend außen gleich die Auszahlung der Gemeinde Hausen. So wünsche ich uns jetzt weiterhin noch einen schönen Sonntag und dass wir von allen Unwettern verschont bleiben. Dankeschön. Yeah.
Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich möchte auch Danke sagen. Danke allen, die gekommen sind, vor allem euch, der Gemeinde, dass ihr jedes Jahr diese Hagelfeier austragt. Ich möchte hier mal ganz persönlich danken, Bernd, für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Ein Anruf genügt und schon können wir das einfach in die Wege leiten. Ich finde es schön, es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass Kommune und Kirche so eng miteinander arbeiten. Ich denke, es gibt genug Gemeinden, wo das bedeutend schwerer ist. Wir haben da überhaupt keine Probleme. Ich finde es ganz schön und ich danke dafür. Wir haben im Pfarrgemeinderat gesagt, wir haben geschrieben, was ist denn jetzt, was machen wir jetzt? Habt mit der Regierungszentrale, mit dem Weißen Haus von Hausen telefoniert. Wir bleiben in den Kranken. Also euch ein ganz herzliches Dankeschön und vor allem dir, lieber Bernd. Du hast es ja angesprochen. Wir waren letztes Jahr am Wasserrad. Wir haben gefragt, wie sieht's denn aus künftig mit der Hagelfeier? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wir sie am Wasserrad halten? Und du hast dann gesagt, und ich gebe die Bratwurst dann noch aus für alle, die da sind. Wir fragen noch einmal, ist das eine Option, dass wir einfach sagen, wenn es nicht regnet, wenn es wieder zulässt, gehen wir ans Wasserrad. Wir laufen unten mit einer Flurprozession wirklich durch die Flur. Wir setzen aus, wir nehmen das Allerheiligste mit. Wir laufen durch die Flur, kommen wieder zurück zum Wasserrad, bekommen den Segen und dann lasst ihr euch, ich bin ja leider Vegetarier, die Bratwurst von unserem Bernd schmecken. Und, lieber Bernd, wenn die jetzt sagen, klar, das wollen wir. Letztes Jahr ist ausgefallen, heuer ist ausgefallen, nächstes Jahr kommen sie dazu, kriegt halt jeder drei Paar Bratwurst. Ist das für dich in Ordnung? Was sagt ihr dazu? Wollen wir es so machen? Hebt mal die Hand, wer dafür ist. Und ich muss wirklich sagen, der Altar von Leichnam im Greifenhof, der war von unserem Bauhof wunderschön hergerichtet, zusammen mit dem Pfarrgemeinderat. Da sieht man auch diese Zusammenarbeit zwischen der Kommune und der Kirche. Und dann machen wir das im nächsten Jahr am Wasserrad. Laufen durch die Flur bei Martin in seiner Scheune, wenn wir da eine Rast machen, nämlich einen Altar und dann wieder zurück. Tja, und dann gibt's Bratwurstler. Ich möchte euch allen Danke sagen für die Feier dieses Gottesdienstes. Natürlich auch großes Kompliment an euch, dass alle einfach gesagt haben, hey, es regnet, gehen wir halt nahe in die Kargen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Euch allen auch ein ganz herzliches Dankeschön und vergelt's Gott. So, und jetzt ganz am Ende habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. Ihr braucht euch nicht länger meinen Gesang anzuhören. Nämlich ab morgen dürfen wir wieder in unseren Kirchen singen. Alle. Wir müssen zwar Maske aufsetzen. Wir müssen zwar Maske aufsetzen, aber wir dürfen singen. Und das Schönste, wenn wir draußen im Freien Gottesdienst halten, nächstes Jahr Wasserrad, da brauchen wir keine Maske aufsetzen. Da dürfen wir auch ohne Maske singen. Selbstverständlich, und da müsst ihr drauf schauen, müssen wir den Abstand schon einhalten. Wir werden auch nicht mehr bei den Gottesdiensten die Namen aufschreiben. Das fällt alles weg, brauchen wir alles nicht. Die Plätze sind markiert, setzt euch einfach auf die markierten Plätze, halten wir den Abstand ein, das besteht weiterhin, auch für Geimpfte. Wir müssen den Abstand einhalten, aber ich glaube, es ist doch schön, dass wir wieder singen dürfen, dass wir draußen unseren Gottesdienst feiern dürfen, auch ohne Maske und mit Gesang, auch draußen ohne Maske von allen. Ich finde es schön. In diesem Sinne einen schönen, guten Abend. Und passt gut auf euch auf. Und jetzt, wenn ihr, Dankeschön. Und jetzt, wenn ihr rausgeht, lasst euch mal überraschen.